Aus seinen Ambitionen hat Manuel Valls nie einen Hehl gemacht. Sein Machthunger ist gewaltig, sein Durchsetzungsvermögen gefürchtet. Zunächst drängt Frankreichs Ex-Premierminister den glücklosen Staatschef François Hollande zum Rückzug. Jetzt steigt er selbst ins Rennen um den Élysée-Palast ein. 2014 befördert ihn Präsident Hollande zum Premier. Er drückt liberale Wirtschaftsreformen durch, trotz Opposition aus dem eigenen Lager. Gegenüber dem Islam fährt er einen besonders harten Kurs. Vergangenen Sommer spricht er sich für ein Burkini-Verbot aus. Wir müssen mit großer Entschlossenheit gegen den radikalen Islam vorgehen, gegen diese Symbole, die versuchen, den öffentlichen Raum zu besetzen. Es geht nicht nur um die Laizität, es ist eine Ideologie. Es ist ein kultureller und politischer Kampf. Doch die Erfolgsaussichten des Vollblutpolitikers sind ungewiss. Umfragen sehen den konservativen Fillon und die Rechtspopulistin Le Pen bei der Präsidentschaftswahl weit vorne. Die magere Regierungsbilanz der vergangenen Jahre macht ihn angreifbar. Nur weil Hollande sich zurückgezogen hat, heißt es nicht, dass Valls der natürliche und legitime Amtsanwärter ist oder dass er die besseren Chancen hat. Valls hat ein Imageproblem, das an Hollande erinnert. Er ist für die Regierungsbilanz verantwortlich und durch den Rückzug von Hollande ist die Vorwahl offener geworden. Zunächst einmal muss der kantige Valls seine zerstrittene Partei hinter sich bringen und die Vorwahl im Januar gewinnen.